Worüber lange spekuliert wurde, ist nun offiziell: Der FC Bayern München verpflichtet Lucas Hernandez von Atletico Madrid. Das gab der Rekordmeister am Mittwoch bekannt. Der französische Weltmeister kommt für eine Rekordsumme von 80 Millionen Euro nach München und unterschreibt einen Vertrag bis 2024. Damit löst der Defensiv-Allrounder Corentin Tolisso als teuersten Neuzugang des FC Bayern ab. Ich bin sehr glücklich, dass wir in Lucas Hernandez einen der besten Defensivspieler der Welt und Weltmeister verpflichten konnten, erklärte FC Bayern Sportdirektor Hasan Salihamidžić. Lucas kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden. Außerdem wird Lucas unsere Tradition herausragender französischer Spieler fortschreiben und unsere Mannschaft verstärken. Auch Hernandez freute sich über den Deal. Das ist heute ein ganz wichtiger Tag in meiner Fußballkarriere. Der FC Bayern München ist einer der besten Clubs in Europa und der Welt. Ich bin stolz, künftig um alle Titel für Bayern kämpfen zu können, so der 23-Jährige. Ich möchte mich bei Atletico, dem Management, den Trainern, meinen Mitspielern und den Fans für wunderbare 12 Jahre bedanken. Atletico wird immer ein Teil von mir bleiben. Jetzt freue ich mich, dass ich beim FC Bayern den nächsten Schritt mache. Mehr dazu: Die Rekordtransfers des FC Bayern. Hernandez muss sich aber zunächst einer Operation im rechten Knie unterziehen. Bei der sportmedizinischen Untersuchung hatte die Vereinsärzte eine Schädigung des Innenbandes festgestellt. Lucas Hernandez wird nach meiner Erfahrung dem FC Bayern aber zum Bundesligastart 2019/20 zur Verfügung stehen, gab Dr. Hans-Wilhelm Müller Wohlfahrt aber Entwarnung. Hernandez hatte seit 2007 für die Madrilenen gespielt und alle Juniorenmannschaften durchlaufen. Er bestritt insgesamt 110 Pflichtspiele für die Profimannschaft von Atlético und feierte 2018 den Gewinn der Europa League. Als Stammspieler verhalf er der französischen Nationalmannschaft im vergangenen Sommer in Russland zum WM-Titel. Der Zugang des französischen Weltmeisters Benjamin Pavard für die festgeschriebene Ablöse von 35 Millionen Euro vom VfB Stuttgart als Verpflichtung für die neue Spielzeit steht schon länger fest. Zudem hat sich der deutsche Rekordmeister die Dienste von Jan Fiete Arp vom Zweitligisten Hamburger SV gesichert.